Hallo Leute, es tut mir leid, dass dieses Video von Gods of Rom jetzt dreiteilig wird, aber wenn es Probleme gibt mit dem Spiel und so, muss man halt, planen. Finde ich zwar auch nicht schön, aber ist halt so. Jetzt ist unwahrscheinlich, dass es funktionieren wird. Da. Und getötet. So macht man ein bisschen Platz. Und das war eigentlich die größte Gefahr. Was Medusa? Das ist doch schön, wenn Medusa in den Kampf zieht. Gegen Julius Caesar. Beide die gleiche Waffe. Stopp. Jetzt der Typ, der... Naja, achso, das ist Prometheus. Naja, der macht nicht einen Auftritt. Ist besser als Eis. Naja, das waren die Charaktere. Und da wir noch Zeit haben, werden wir jetzt Singleplayer machen. Und hoffen, dass es nicht abstürzt. Es sei denn, ich gucke und mache davor noch ein Opening. Schlüssel habe ich ja auch genug. Also werde ich auch noch einen Ehrenteil öffnen. Oh, gratis kann ich anfordern. Was machen wir hier raus? Noch. Ohne Story. Dann kann ich schön alleine die Story durchmachen. Naja, dann gehe ich wenigstens auch kein Risiko ein. Und ich krieg ihn wieder. Das kürzlich verkauft und jetzt habe ich ihn wieder. Hier ist mein Einstern. Verdammt. Jetzt nur meinen 3 Sterne oder 4 Sterne oder so kriege. Wird es natürlich gruselig machen. Naja, ich habe Schlüssel. Oh, 150 Schlüssel, das ist gut. Hier habe ich nochmal die Chance auf Bellus. Verdammt. Wie viel? 3000. Okay. Das ist ein guter Tausch.
Durchlesen wird hier nichts. Eigentlich will ich den nur loswerden. Deswegen weg mit dir. Verdammt, Achilles muss ja erst einmal hier aufsteigen. Das machen wir dann. Warte. Das kann ich ja eigentlich jetzt machen. Dann muss ich sie abbrechen. Ist egal. Das hier geht vor. Warte. Oder brauche ich den silbernen? Ich brauche den da. Dann kämpft er selbst jetzt. Für seinen. Naja, für seinen Aufschlag. Weißt du was? Achilles! Kämpft er dafür? Seht ihr jetzt auch nochmal Achilles gewinnen? Alles gut läuft. Ja, ihr seht Achilles gewinnt. Das konntet ihr ja im ersten Teil von diesem dreiteiligen Video hier, was nicht geplant war, konntet ihr das ja sehen. Oder ich glaube, der erste Teil war sogar. Ist sogar so gelaufen wie geplant. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Nee, Sachbeschädigung, da fällt mich nicht auf. Uiuiui, da gehen die Werte runter. Gut, machen wir mit zu euch. Eigentlich ist er Zeus verwandt mit Belus. Weil Poseidon ist Zeus Bruder und Belus ist Sohn von Poseidon.
will ihn finishen. Mit dem Blitz. Komm, schlag mich noch einmal. Gut, danke. Jetzt sich zu schnell bewegt und jetzt habe ich ihn dafür geblitzt. Das passiert ja tagtäglich im Straßenverkehr. So, jetzt darf ich gegen Zeus antreten. Wen setze ich wohl gegen Zeus ein? Zeus dieses Mal nicht. Ich habe ja Julius dabei. Das hat sich Julius Caesar verdient. Aber ob er hier so lange bleiben will, würde ich eher sagen nein. So, Gott, das sind gut gegen Uralte. Deswegen setzen wir sie gegen Uralte ein. Hier ist jetzt also Atlas. Auf ein Schiff. Da der Wale von Zeus ist, wird er gegen Zeus antreten. Jetzt auch lesen gekonnt. Rechts stehen ja immer die Effekte, wo man ihm zugefügt hat, und links die, wo man selber zugefügt bekommen hat. Da rechts stand gerade Feindschau. Keine Ahnung, ich habe es mir nicht gemerkt gerade. Könnt ihr selber nachlesen, falls ihr wissen wollt. Für selber lest ihr es selber. Blitze gegen Feuer? Echt das? Okay. Ja, doch. Da kriegt man normalerweise Nektar raus für diese. Ja, kann ich den nämlich upgraden. Den Achilles heißt er. Muss mich aber beeilen. So, das war's. Tschüss.